Hallo Minecraft, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Sky Factory. Die ganzen Maschinerien hier sind jetzt mal eine Weile gelaufen. Deshalb haben wir hier auch ein paar Rohstoffe. Wir wollen jetzt mal anfangen, hier hinten noch ein bisschen den Harvester zu bearbeiten. Dazu stellen wir erstmal die Kiste weg. Ich habe mir hier mal diese Spitzhacke geholt. Und da setzen wir jetzt mal hier ein paar Item-Conduits dran. Dass wir hier mal auch noch ein bisschen Automatisierung dabei haben. Weil die Diamantkiste ist ja auch irgendwann voll. Deshalb stellen wir hier einfach mal 4 Barrels hin. Machen hier einen Export dran, der aktiv ist, und dann sortieren wir hier mal kurz ein. Einmal das da, einmal Saplings, einmal Äpfel, und hier unten kommen dann das Laub rein, nicht die, sondern das Laub. So, dann können wir hier nämlich die Saplings reinsetzen. Und dann müssten wir hier noch. Wir haben genau noch 4 Void Upgrades. Aber keine MK. Aber Holz haben wir. Ja, zu viel hin und her gerenne. Oh, da haben wir schon die Lampen drin. Das ist gut. Zäune haben wir noch. Und Holz kriegt man jetzt. Vier brauchen wir auf jeden Fall mal. So, und dann können wir die nämlich. Nein, wir brauchen doch noch weitere. Brauchen wir doch noch die größeren. Dann müssen wir hier noch schnell Eisen reinhauen. Ja, sonst ist ja kein Platz mehr für weitere Upgrades. Ja, stimmt schon. Die haben sich ja alle was dabei gedacht. So, die können jetzt nicht mehr überlaufen. Dann haben wir das schon mal erledigt. Gut, die Diamantkiste ist jetzt über. Item-Conduits brauchen wir auch nicht. Dann wollen wir uns ein paar Kühe züchten. Das hat ja Nym gesagt. Da müssen wir hier eine Wasserquelle machen. Und dann irgendwie die Teile hier in der Nähe drauflegen. Gut, machen wir hier gleich nochmal. Und so. Und dann hoffen wir mal, dass hier ein paar Kühe entstehen. Außerdem gehen wir jetzt nach unten und holen mal noch ein bisschen Erde. Da soll ja auch einiges durchgelaufen sein. 7 Stacks. Oh, das ist genügend. Aber hier rennen Endermans rum. Na, ja, die Monsterfalle ist aktiv. Builders want 4 Wind. Bin mal gespannt, wie lange das dauert, bis da die ersten Kühe entstanden sind. Steht halt eine Fackel rum. Ah, da ist schon eine Kuh. Muss man bloß noch irgendwie schnellstmöglich ein paar Gates anbringen. Sonst rennen die Kühe mir hier überall rum. Gut.
Gut, einen Haufen Wiese haben wir jetzt. Dann machen wir uns schnell ein paar Carpenter Skates. Aber erstmal setzen wir. Ja, die reichen wahrscheinlich gar nicht. Carpenter, haben wir hier noch irgendwas? Nee. Keine Ahnung, wie die gehen. Gucken wir jetzt mal. Carpenter Gate. Okay, brauchen wir ein paar Sticks. So. Ja, die Kuh ist schon da und die hat sogar ein Junges dabei. Ist ja cool. Noch eine Kuh. Ja, viel zu wenig Zäune. Können wir die verbinden? Ich hoffe mal. Nein, der kann man durch. Das ist ungeschickt. Dann reißen wir hier einfach nochmal welche ab. Nein, Spitzhacke. Einfach nur damit hier zu ist. Sonst hauen die ab. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Dann können wir hier auch wieder die Fackel platzieren. Gut. Wir haben. Ich weiß jetzt nicht, wo die anderen hingelaufen sind, da drüben. Und dann machen wir uns noch eine Türe. Geh mal weg, da Kuh. Warte mal, können wir doch eigentlich eine Carpenter Store bauen? Und Weizen. Ne, geh weg. Dann können wir uns nämlich bald ein Jetpack bauen. Endlich. Weizen haben wir keins. Okay, dann muss das noch ein bisschen Geduld haben. Beziehungsweise die Kuh da drin können wir mal hier ganz dezent. Ach, die ist schon. Die Kuh ist einfach so. Oh, der hat aber doch ein Leder gedroppt. Das ist gut. Dann hauen wir das Leder mal hier rein, das brauchen wir später. Und jetzt wollen wir noch. Warte mal, da rein, Fleisch auch. Jetzt wollen wir unten noch ein bisschen bauen. Und dazu brauchen wir diese Teile. Die Lampen. Und seht mal, hier schon 15 Stacks Laub drin. Sehr gut, es läuft. Unten wollten wir noch eine Etage einziehen. So, und das sollte reichen. Auf der Höhe. Oh nein, das ist ungeschickt, was ich hier mache. Weil da oben ist jetzt dunkel.
gerade noch so gerettet. Da setzen wir gleich noch Lampen rein. Ich muss dann nur noch mal gucken, in welchen Abständen und alles, dass es so wird wie oben. Durchziehen. Nein. Was ist denn da los? So, jetzt aber alles. Kein Rot mehr. Dann gehen wir mal schnell hoch. So, das heißt, genau in der Ecke kommt das Licht hin. So ein Kappes. Wir sind drei frei. Also zwei zu hinten. Okay. Dann kommt hier eine Lampe hin. Dann passt das hier doch. Ich dachte nämlich, das passt nicht. Und hier ist eine Lampe. Ich hoffe mal, dass da oben nicht auch noch dann hier die Slimes entstehen. Wo kommt denn da jetzt die nächste Lampe? Da sind es auch drei Abstand, okay. Oh, ein Enderman ist ja auch gestorben. Wir machen jetzt erstmal die Längsverbindung und dann können wir hier mit dem Builders One durchziehen. Wir werden jetzt versuchen, auch mal wieder Folgenlängen zu machen, die akzeptabel sind. Und nicht immer so mega lange Folgen. Weil es ist einfach zu lang. Richtig? Drei, ja. Sieht es hier unten auch schon wieder viel schöner aus und hier unten brauche ich auch keine Fackel mehr dann. Oh doch, gibt's auch nicht. Müssen wir auf dem Boden dann gleich noch ein paar Fackeln platzieren. Lampen. Nicht Fackeln. Yeah.
So. Erstmal hier noch zum Überbrücken. Ich habe Angst vor den Stacheln, vor den Spikes. Ja, guck, genau deshalb. Nein, nicht runterfallen. Müssen wir natürlich noch eine Etage Dings einziehen, auch Elevator. Aber ich glaube, davon habe ich oben sogar noch welche. Gut, fertig. Ausgebaut hier. Ah, die Dings hatte ich noch vergessen. Und gerade mal gucken. Wir gehen hier noch eins höher. Und setzen wir da in die Ecken doch noch Lampen. Ich habe hier nämlich auch schon Konduitfassaden vorbereitet in der passenden Optik. Und die passen dann genau unten rein, wo die Kabel liegen. Ah, Elevator. Gucken, ob wir noch welche haben. Ne, aber Wolle haben wir noch. Und Enderperlen habe ich noch eine dabei. So, ein Elevator. Die Schaufel brauchen wir jetzt gerade nicht. Wahrscheinlich werde ich das dann irgendwann so machen, dass ich die verschiedenen Etagen über verschiedene Bereiche ansteuern. Ich habe hier ja ein paar Türme. Da kann ich dann auch zum Beispiel die Versorgungsebene nur über eine Etage erreichen. Über einen Turm erreichen. Oh, hier ist aber dunkel. Das ist nicht so toll. Hä? Oh, falsche Richtung. Da müssen wir raus. Wenn alles gleich aussieht, ist es ein bisschen schwer. So. Gut, dann können wir hier auch schließen. Wir haben ja jetzt einen separaten Aufgang. Und die Kabel verstecken. Kommt aber noch eine Lampe hin. Und hier ist aus. Hier ist fertig. Sehr gut. Wie gesagt, es kommen dann wahrscheinlich in eine Ecke kommen nur die Versorgungs. Über die Ecke kann ich dann nur die Versorgungsschächte erreichen. Und über die anderen Ecke gehe ich zu den wichtigen Ebenen. Dann ist das alles ein bisschen aufgeteilt und es macht auch Sinn, dass ich verschiedene Türme habe. Und ich muss nicht so oft shiften.
So. Gut. Dann hätten wir für den Moment eigentlich das Ziel für diese Folge erreicht. Die Monsterfalle läuft, die Lootbags sammeln sich. Nino-Essenz machen wir da rein. Gut, da ist ein. Was? Klock, klock. Was sind das da? Ein Chicken Stick, was auch immer das sein mag. Das nehmen wir mit. Eine Feder. Ein Torch. Und ein Raw Chicken. Ein Hühnchen. So, es sieht schon viel besser aus hier. Die werden wir jetzt nochmal umfassadieren, dass wir diesen Stein hier draus machen. Und dann läuft es. Das machen wir aber dann in der nächsten Folge. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Moment, ist da noch raus. Ja, immer eine Sache kommt immer noch dazu, das wisst ihr ja. Das schon mal rein und die da. Chicken hauen wir da rein. Das nehmen wir mit. Aufräumen nicht vergessen. Gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, Minecraft. Tschüss.